Hallo, hier ist Christoph von TapTech.D und heute machen wir ein neues Video mit dem Acer Aspire Switch 10 und dem Asus Transformbook T100, das ja letztes Jahr zu Weihnachten vorgestellt wurde oder kurz vor Weihnachten und dann knapp vor Weihnachten noch auf den Markt kam und dort schon einige Käufer überzeugen konnte. Es gab zwar einige Mankos, die wir natürlich auch im ausführlichen Testbericht erwähnt haben, aber wir schauen jetzt mal, was das Gerät im Vergleich zum Acer Aspire Switch 10 kann. Fangen wir am besten mit der Hardware an. Von der Größe her machen sich die beiden Geräte nicht allzu viel. Vom Gewicht her ist das Asus Transformbook T100 mit einem Gewicht von 520 Gramm etwas leichter. Dafür hat hier das Acer Aspire Switch 10 die hochwertigeren Materialien. Jetzt nicht nur auf den ersten Blick, sondern wir sehen hier auf der Rückseite auch diese Aluminium-Look-Oberfläche. Und das ist auch eine wirkliche Aluminiumplatte, die fühlt sich kühl an, ist auch definitiv hochwertiger bzw. sieht wesentlich besser aus im Vergleich zu dem glossy Kunststoff des Asus Transformbook T100, das leider auch sehr schnell verschmutzt bzw. Fingerabdrücke ansieht und sich gesamt einfach nicht so hochwertig anfühlt. Das ist hier ein Manko, vor allem im Vergleich zum Aspire Switch 10. Aber wir haben hier trotzdem einen Vorteil und das sind die abgerundeten Kanten hier an den Seiten. Ganz einfach lässt sich dadurch das Gerät etwas besser in der Hand halten. Hier ist das Aspire Switch 10 einfach etwas kantiger. Man kann es zwar auch trotzdem gut halten, aber es liegt nicht ganz so gut in der Hand wie hier das Asus Transformbook T100. Und was auch auffällt, ist, dass das Gerät in der Länge oder hier in der Höhe etwas größer ist, ganz einfach, da wir unter dem Display bzw. auf der Vorderseite hier die Lautsprecher integriert haben, was allerdings wiederum ein Vorteil ist im Vergleich zu den Lautsprechern des Asus Transformbook T100, denn die sind hier auf der Rückseite integriert und dadurch, wenn man das Gerät in der Hand hält, verdeckt man diese ganz einfach. Also hier gibt es Vor- und Nachteile bei beiden Geräten. Gesamt von der Haptik her macht sich das Acer Aspire Switch 10 etwas besser, einfach durch die hochwertigeren Materialien, gesamt um das Gerät. Von der Verarbeitung selbst gibt es bei beiden Geräten den einen oder anderen kleinen Mangel. Das sind wirklich nur kleine Spaltunterschiede oder sonstiges, was allerdings bei so einem günstigen Gerät wahrscheinlich auch immer irgendwie vorkommen kann. Zudem müssen wir sagen, dass wir hier bei beiden Geräten sehr frühe Modelle haben. Wahrscheinlich sind hier Geräte, die etwas später dann auf den Markt kommen bzw. zu kaufen sind, etwas besser verarbeitet. Ansonsten von den Lautsprechern selbst, wir haben ja gesagt, dass wir hier die Lautsprecher auf der Vorderseite haben, hier auf der Rückseite an den Seiten. Von der Qualität her sind die des Acer Aspire Switch 10 etwas besser, vielleicht nicht vom Volumen, hier ist nämlich das Transformbook T100 etwas besser, ganz einfach ist hier die Lautstärke etwas höher, allerdings krachen die dann bei höherer Lautstärke, was im Großen und Ganzen dann auch wieder nichts bringt, währenddem hier die Lautsprecher einfach von der Soundqualität etwas besser sind. Von Verbindungsarten gibt es nicht allzu viele Unterschiede. Wir haben hier bei beiden Geräten Wireless LAN, ABGN und Bluetooth 4.0. Ansonsten von den Anschlüssen an den Geräten, hier liegt wieder das Acer Aspire Switch 10 vorne. Es gibt hier zwar keine großen Unterschiede, aber wir haben hier einen dedizierten Ladeanschluss im Vergleich. Das ist der Vorteil hier im Vergleich zum Transformbook T100. Hier kann ich das Gerät nicht gleichzeitig laden und zum Beispiel einen Adapter für einen USB-Stick oder sonstiges verwenden. Das geht hier nicht. Das ist hier beim Switch 10 möglich und zudem haben wir bei beiden Geräten natürlich den Micro-USB-Port, den Micro-SD-Slot zum Erweitern des internen Speichers und auch einen Micro-HDMI-Port. Und wichtig, bei den mitgelieferten Docks natürlich haben wir bei beiden Geräten einen USB-Anschluss. Hier kommt allerdings beim T100 ein USB 3.0-Anschluss zum Einsatz, währenddem wir beim Acer Aspire Switch 10 leider nur einen USB 2.0-Anschluss haben. Aufgefallen ist außerdem, dass hier die Tasten beim Asus Transformbook T100 nicht ganz so gut zu drücken sind. Zudem haben wir ja hier die dedizierte Windows-Taste, die bei weitem nicht ganz so praktisch ist, wie zum Beispiel hier die touch-sensitive Taste beim Acer Aspire Switch 10 auf der Vorderseite. Das hätten wir uns hier beim Transformbook ebenfalls gewünscht. Zudem sind die Tasten hier beim Acer Aspire Switch 10 einfach etwas besser zu drücken. Auf den ersten Blick haben beide Geräte auch dieselben Displays,
Allerdings ist das in der Realität bzw. so etwas anders. Wir haben zwar bei beiden Geräten ein 10,1 Zoll IPS Display mit einer Auflösung von 1366 x 768 Pixeln. Allerdings gibt es hier Unterschiede. Wir haben ja schon beim Test das relativ dunkle Display des T100 bemängelt. Und hier sieht man auch im direkten Vergleich den Unterschied. Und zwar hat hier das Display des Acer Aspire Switch 10 einfach die höhere Helligkeit. Und zudem haben wir hier auch das bessere Displayglas verbaut, das erstens mal nicht so schnell Fingerabdrücke anzieht und nicht so verschmiert und zum anderen einfach etwas hochwertiger ist und dadurch Farben besser zum Vorschein kommen und einfach der Außeneinsatz, wenn man im Freien arbeitet, wesentlich besser ist bzw. hier wesentlich mehr Content ersichtbar ist als hier beim Asus Transformer T100. Hier hätten wir uns gewünscht, dass Asus hier nochmals etwas nacharbeitet, beziehungsweise es sollte jetzt ein kleines Update vom T100 kommen. Vielleicht tut sich dann hier diesbezüglich auch noch was. Also hier in puncto Display hat auch das Acer Aspire Switch 10 die Nase vorne. In Bezug auf die Performance gibt es allerdings keine großen Unterschiede und das, obwohl wir jetzt vom Acer Aspire Switch 10 den neueren Prozessor integriert haben. Wir haben hier den Intel Atom Z3745, währenddem wir im Asus Transformer T100 den Intel Atom Z3740 integriert haben. Der Unterschied ist, dass dieser Prozessor im Aspire Switch 10 64-Bit enabled ist oder das unterstützt. Nur leider kommt das Gerät selbst mit der 32-Bit-Version des Betriebssystems Windows 8.1 und daher wird das Ganze auch nicht ausgenutzt und so zeigen auch Benchmarks gleiche Ergebnisse. Das heißt, hier gibt es keine großen Unterschiede. Auch beim integrierten eMMC-Speicher tun sich beide nicht viel, sind bei ca. 130 MB bis 140 MB beim Lesen bzw. 40-45 MB pro Sekunde beim Schreiben. Allerdings ein großer Unterschied ist bei der Akkulaufzeit zu verspüren. Hier gab es leider im Vorfeld auch schon einige Berichte von den Lesern bzw. einige Kommentare, dass hier die Akkulaufzeit vom Aspire Switch 10 nicht so gut ist. Wir haben bei unserem üblichen Akkutest eine Laufzeit von 7 Stunden erhalten. Dabei haben wir ein Video in Schleife wiedergegeben bei voller Displayhelligkeit und auch eingeschalteten bzw. verbundenen WLAN, was ein mittelmäßiger Wert ist, denn im Vergleich, das T100 hatte hier eine Laufzeit von 9 Stunden und 45 Minuten. Allerdings muss man auch bedenken, dass hier das Display vom T100 bei weitem nicht so hell ist, jetzt im Vergleich zu dem vom Aspire Switch 10. Trotzdem ist das ein krasser Unterschied. Acer bzw. Asus hat hier mit einem 8000 mAh Akku den wesentlich größeren Akku verbaut, denn das Aspire Switch 10 hat leider nur einen Akku mit ca. 6000 mAh. Also hier gibt es dann doch einen Unterschied. Wem das sehr, sehr wichtig ist, der sollte das vielleicht beim Kauf sich merken. Ansonsten vom Betriebssystem her gibt es nicht allzu viele Unterschiede. Asus bzw. Acer hat bei beiden Geräten ihre eigenen Apps vorinstalliert. Acer hat vielleicht ein paar Apps oder ein paar mehr Apps vorinstalliert, was nicht unbedingt jeder gern hat. Allerdings kann man diese dann auch einfach deinstallieren, so wie zum Beispiel eBay oder sonstige Programme. Einfach ein paar übliche Apps, die man bei dem einen oder anderen Hersteller sieht. Und natürlich möchten wir uns auch noch die Tastaturen ansehen. Wir bekommen ja bei beiden Geräten die Tastaturdocks mitgeliefert. Wir haben einmal die übliche Asus Tastaturdock mit Tasten, einem Trackpad und auch den üblichen Hinge bzw. Scharnier hier, das relativ fest ist und man kann das auch bis zu einem fixen Winkel nach hinten drehen, der unserer Meinung nach etwas weiter sein könnte, aber ist auch in Ordnung, denn so kann das Gerät nicht kippen. Wenn man es weiter nach hinten geben würde, würde das Gerät wahrscheinlich kippen. Anders jetzt das Tastaturdock des Acer Aspire Switch. Acer hat hier einen neuen Modus oder einfach ein neues Scharnier. Das wird hier magnetisch angedockt und ich kann das Gerät jetzt, das Tablet selbst, jetzt nicht nur in eine Richtung andocken, sondern gleich in mehrere. Das heißt, ich kann hier ein normales Netbook daraus machen oder ich entdocke das einfach und gebe es quasi verkehrt raus und dann habe ich den sogenannten Presentation Mode. Ich kann das Ganze dann auch einfach zusammenklappen im Netbook-Modus bzw. auch im Zelt-Modus so irgendwie auf einen Tisch hinstellen. Eine sehr, sehr feine Sache. Zudem hat uns auch die Tastatur selbst, also die Tasten selbst,
des Acer Aspire Switch 10 Docks besser gefallen, da diese einfach größer sind und dadurch auch etwas besser zu schreiben. Vom Feedback sind beide Tastaturen gleich gut, allerdings sind hier eben die Tasten etwas größer, gleich wie hier auch das Trackpad des Acer Aspire Switch 10. Aber, und das ist jetzt das Problem, hier gab es im Vorfeld einige Probleme, die noch nicht bei allen Nutzern behoben worden sind. Acer hat hier mittlerweile Firmware-Updates ausgeliefert. Hier hat die Verbindung vom Dock zum Tablet nicht ganz so hingehauen, dass zum Beispiel die Eingabe des Trackpads wesentlich verzögert war oder auch die Tastatur nicht immer angenommen wurde. Und das wurde mittlerweile bei einigen behoben, zumindest bei uns ist es mittlerweile fast kein Problem mehr, dass hier irgendwas verzögert wird vom Trackpad. Wir konnten in letzter Zeit eigentlich problemlos mit der Tastatur schreiben, aber es gibt noch immer Nutzer, die hier das Problem haben. Aber ich bin mir sicher, Acer arbeitet schon daran, so wie wir mit Acer Deutschland das gesprochen haben, und dann wird in Zukunft auch das Problem hoffentlich nicht mehr vorhanden sein, denn ansonsten ist hier das Konzept mit diesem magnetischen Dock wirklich sehr, sehr interessant und eben, wie gesagt, die Tastatur auch sehr gut. Jetzt zum Schluss, was kann man sagen, welches Gerät ist die bessere Wahl? Jeder muss das natürlich für sich selbst entscheiden, was man braucht bzw. was man kaufen möchte, wo man seine Vorlieben hat. Generell für uns ist das Acer Aspire Switch 10 momentan fast das bessere Gerät. Zum einen kostet es etwas weniger, das ist jetzt nicht viel, aber es ist einfach von der Haptik her etwas hochwertiger und es hat das wesentlich bessere Display jetzt im Vergleich zum T100 und dann noch dieses nette Zusatzfeature dieser Tastatur, dass man das auch im Display-Mode irgendwo hinstellen kann und so zum Beispiel einen Film betrachten kann und einfach auch noch die Lautsprecher, die nach vorne zeigen, das sind Kleinigkeiten, die sich hier im täglichen Gebrauch einfach etwas besser machen. Allerdings, wo man etwas, wo zum Beispiel hier das Asus Transformerbook T100 etwas vorne ist, das ist vor allem die Akkulaufzeit, die hier wesentlich besser ist. Nutzer haben auch von Akkulaufzeiten von ca. 5,5 Stunden berichtet, was dann für einen täglichen Gebrauch schon etwas wenig sein könnte für den einen oder anderen, aber das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Das war's nun mit dem Vergleich. Ich sage danke fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns natürlich einen Daumen hoch bzw. vergesst nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ihr findet dann natürlich auch alle ausführlichen Testberichte auf diesem bzw. auf taptech.de.